willkommen bei American Maker in Germany. Ich bin Michelle und heute machen wir eine Laubtorte für Herbst. Und legen wir los. Ich fing an ein paar Tage vorher, indem ich eine Handvoll Blätter gemacht habe, die vorher trocknen werden. Ich steche sie noch nicht alle aus, aber ich möchte ein paar trockene Blätter, damit sie ein bisschen Leben haben. Ich hatte kein gelbes Bonnet vorbereitet, also mische ich ein weißes Bonnet mit gelb Lebensmittelfarbe. Dann marmorierte ich ein bisschen gelbes Fondant mit ein bisschen orangenem Fondant. Dann rollte ich es aus und stach Blätter aus mit ein paar Blätteraufstecher. Ich ließ sie trocknen auf gekrümpelte Alufolie, damit sie natürlicher aussehen. Ich klebte den Kuchen auf dem Brett mit Erdbeerbuttercreme. Das ist Erdbeerkuchen mit Erdbeerbuttercreme. Ich fülle und verziere die Torte auch damit. Wenn ich es neu machen würde, würde ich eine andere Farbe für die Buttercreme aussuchen. Gelb, orange, rot oder braun, damit es nicht so sichtbar wäre durch die Blätter. Aber das Pink war auch nicht so schlimm. Ich machte das Brett sauber mit einem nassen Lappen und kühlte die Torte eine halbe Stunde im Kühlschrank. Während die Torte kühlte, stach ich mehr Blätter aus, um die Torte zu decken. Ich fing an mit braunem Schokofondant. Das Fondant war ein bisschen marmoriert, aber ich dachte, dass es sogar besser aussah für Herbstblätter. Als nächstes stach ich rote Blätter aus. Ich marmorierte auch Rot und Orange zusammen und stach noch ein paar Blätter aus. Dann mischte ich verschiedene Herbstfarben zusammen, um mehr Blätter zu machen aus Rot, Orange und Gelb. Dann legte ich meine Blätter auf die Torte. Ich fing an mit den braunen, weil ich wollte, dass sie im Hintergrund sind. Dann platzierte ich den Rest der Blätter in immer heller werdenden Farben. Offensichtlich hatte ich nicht genug Blätter. Ich brauchte ungefähr zweimal so viel, wie ich ursprünglich ausgestochen hatte. Also fing ich von neu an mit mehr Blätter aus verschiedenen Mengen von rotem, orangem und gelbem Fondant. Und platzierte sie auf die Torte, die Lücken so gut wie möglich zu füllen. Ich wollte die pinke Buttercreme nicht sehen. Nachdem die Seiten gut gedeckt waren, gab es nur noch ein paar Lücken obendrauf. Ich benutzte die getrockneten Blätter, die ich vorher gemacht habe. Man kann sehen, wie sie leicht drüber stehen. Das ist genau, was ich wollte. Jetzt möchte ich über etwas Ernsthaftes reden. Wenn ein grünes Blatt fällt, fragt man sich warum. Man fragt sich, wie kam das dahin? Es gehört nicht mit den orangenen, roten und braunen Herbstblättern. Also wollte ich allen provozieren, damit sie sich fragen. Warum gibt es ein grünes Blatt auf dieser Torte? Deswegen. Wenn ich an Herbstblätter denke, denke ich an diejenigen, die gefallen sind. Die meisten fallen im guten Alter, wenn es nur richtig und natürlich ist.
Diese Toten sind traurig, aber nicht tragisch. Aber alle kennt jemanden, der vor seiner Zeit gefallen ist. Ich wollte dieses grüne Blatt haben, um diejenigen zu repräsentieren, die vor deren Zeit gestorben sind. Diejenigen, dessen Tod eine Tragödie war. Ich kenne viele. Hier möchte ich nur ein paar erwähnen. Mein kleiner Bruder Gregory, der von einer unabsichtlichen Überdosis gestorben ist, im Alter von 31. Und meine Freundin Philippa, die bei einem Autounfall gestorben ist, im Alter von 26. Jeder kennt jemanden, dessen Tod traurig und tragisch war. Dieses einzelne grüne Blatt ist für sie. Alle von denen. Ich platziere es direkt in der Mitte der Torte. Man kann es nicht übersehen und ein Teil davon wird in jedem Stück Torte. Zurück zur Torte gab es ein paar Stellen, die mich gestört hatten, wo man die pinke Buttercreme durch die Blätter sehen konnte. Ich benutzte übriges marmoriertes Fondant, um die Lücken zu schließen und drückte sie rein mit einem Fondantwerkzeug. Ich finde, dass diese Torte wunderschön geworden ist. Ich liebe Herbstblätter. Ich finde sie so schön und bunt. Und ich finde, dass das ein passendes Denkmal war für diejenigen, die gefallen sind. Wir denken an euch.